Guten Abend, hallo, hereinspaziert, Christoph, hallo. Die Menschen, die vor seiner Tür stehen, sieht Christoph Hertel heute zum ersten Mal. Und dennoch werden sie gleich in seiner Wohnung mit ihm Abendessen. Bei der Aktion Meet and Eat in Postbauer Heng trafen sich am Freitag letzter Woche Hobbyköche, die zuvor noch nie miteinander an einem Tisch saßen. Ein Gastgeberteam bewirtete in der eigenen Wohnung immer zwei Gästepaare. Danach zogen alle für den nächsten Gang weiter. Christoph Hertel ist hier sowohl Koch der Vorspeise als auch Organisator des gesellschaftlichen Events. Ja, es war bei manchen Leuten durchaus am Anfang mal so ein Zweifler, gell? So, total cool, weil ich kann woanders hinkommen, aber okay, die Leute kommen dann auch zu mir. Also so, Vorsicht, aber wie gesagt, ich hätte am Anfang gedacht, dass es vor allem die älteren Leute abschreckt, aber wir haben auch Anmeldungen um die 80 rum. Mit dem ein oder anderen Tröpfchen Wein und guten Gesprächen lockert sich die Atmosphäre. Der Handywecker ruft Christoph Hertel zum Ofen. Die Vorspeise erfordert seine Aufmerksamkeit. Okay, ein bisschen noch. Ein bisschen später ist der erste Gang dann serviert und wirft kulinarische Fragen auf. Was ist denn das Gelbe bei dem Schachbrett? Das ist auch, also es gibt ja rote Beete und gelbe Beete. Mhm. Das sind eben die gelben Beeten, die haben... Das war noch ein bisschen spontaner, weil die haben mich irgendwie angelacht im Laden. Und dann dachte ich mir, oh, es gibt auch gelbe Beeten. Letztendlich finden sich im Lauf des Abends noch mehr Themen als Kochen und Essen. Nach 1,5 Stunden wird die Runde aber aufgelöst. Hertel und seine Gäste ziehen weiter zu den nächsten Stationen. Ich sag auch, viel Spaß noch beim Weitermachen. Danke euch auch. Es sind nur noch 2 Gänge gekommen, ich freue mich schon. Rund 20 Minuten später ist Christoph Hertel selbst der Gast in einer fremden Wohnung. Guten Abend. Guten Abend, die Herrschaften. Ich freue mich. Hier gibt es den Hauptgang und einen Salat, der frisch zubereitet wird, während die neu zusammengewürfelten Mitesser Themen von der Urlaubsplanung bis zu Weinsorten abhandeln. Ich darf heute ausnahmsweise mal ein bisschen Salat essen. Ich auch mal meiner Frau mit mir. Die Atmosphäre wird immer ungezwungener. Und Menschen, die sich bislang nicht kannten, merken allmählich, dass sie doch irgendwie miteinander schon Kontakt hatten. Über 5 Ecken. Eine Nichte von uns kennt er, von der Schule her. Ja, und dann eigentlich ein ganzer Easy-Abend. Ja, ja. Wenn man sie schon seit Jahren kennen würde. Der Abend schreitet voran. In wenigen Minuten wird sich auch diese Gesellschaft auflösen und Richtung Dessert ziehen. Also ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein gelungener Abend. Sind sehr zufrieden mit dem Projekt. Ich habe nichts Negatives gehört. Die Stimmen sind äußerst positiv. Ich glaube, es macht Spaß. Jeder findet irgendwie Punkte und auch Gesprächsstoff. Und vielleicht waren sich manche Teilnehmer ja so sympathisch, dass sie aus der Aktion Meet and Eat bald Meet, Eat and Repeat machen.